Ich bin die Uschi. Ich bin Frau Professor Dr. Pflechterle. Ich darf das schönste Ehrenamt der Welt ausüben. Ich bin eine ehrenamtlich tätige Westerwälder Clown-Doktorin. Ich bin tätig in der Kinderklinik Kemperhof in Koblenz. Der größte Lohn, den ich erhalten kann, ist, wenn die Kinder mir ihr Lächeln schenken. Es ist also wunderbar. Ich zehre oft tagelang noch davon. Und es gibt eine wunderschöne Geschichte. Wir sind in die Kinderklinik gekommen und die Kinderkrankenschwester hat uns schon empfangen und hat gesagt, wir brauchen ganz dringend von der kleinen Anna Pipi. Sie ist nicht bereit, aufs Töpfchen zu gehen. Und das Töpfchen stand auf der Erde und die Anna wollte wirklich überhaupt nicht. Und da haben wir uns überlegt, dass wir das Töpfchen ins Bettchen stellen. Und sie war dann auch bereit, sich draufzusetzen. Und dann haben wir gemeinsam ein Lied gesungen. Und dann hörten wir schon, wie es geplätschert hat. Und da haben wir geguckt und die kleine Anna hat Pipi gemacht. Und das Ereignis haben wir ganz, ganz doll gefeiert. Wir haben sie dann gemeinsam zur Pipi-Prinzessin ernannt.